bin wieder hier, auch am Freitag, 17.04. Für euch, euer Drax. Und natürlich auch euer Lehrer Richard, der mit euch und mit Drax gleich diesmal wieder mit Deutsch beginnen wird. Also, nimm dir schon deine Deutschbücher zur Hand. Auch am Freitag, den 17. April, gibt es natürlich Deutsch. Diesmal wieder gleich am Anfang. Nimm dir bitte das Übungsbuch-Druckschrift und schlage die Seite 43 auf. Das ist die Seite, wo oben steht, viel wenig. Damit wollen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Die Nummer 1, glaube ich, brauche ich dir nicht erklären, aber Nummer 2 könnte interessant sein. Wir wollen einmal den Unterschied uns überlegen zwischen viele und wenige. Und das machen wir mit einem Vergleich mit der Mathematik. Wenige sind 1, 2, 3, 4 Kinder. Viele Kinder sind auf unsere Klasse bezogen mal mindestens 10, 12, 13, aber auf die ganze Schule bezogen wären 10 oder 12 Kinder aus der 1b auch wenige. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man es vergleicht. Ich lese dir schön vor und du überlegst dir, was hier am besten einzusetzen ist. Bist du bereit? Emil und Mia gehen am Vormittag wandern. Sie sehen. Und jetzt schau mal auf das Bild. Auf dem Bild sind das wenige Tiere oder viele? Wie viele Wildschweine siehst du denn? Und zwar junge Wildschweine, Frischlinge nennt man sie. Es sind 4 Frischlinge. Wie viele Eichkätzchen siehst du? Schau genau. Da, aus dieser Ecke habe ich es gehört, 2 Eichkätzchen. Wie viele Hasen siehst du? Einen? Schau genau. Andere haben schon 2 gesagt. Wo sind denn die 2? Ja, richtig, der eine sitzt und hat die Ohren aufgestellt und der zweite hoppelt. Also 2 Hasen. Wie viele Füchse siehst du? Es ist nur einer. Und wie viele Hirsche siehst du? Richtig, 2. Richtig, da gibt es noch ein Tier. Und zwar, was gibt es da für ein Tier? Einen Raben! Mensch, Drax, das ist doch kein Rabe, was da fliegt. Nicht alles, was fliegt, ist ein Rabe. Das ist ein Adler oder Falke, auf jeden Fall ein Greifvogel, der in der Luft Ausschau hält, ob er Beute findet. Okay, aber wir sind stehen geblieben beim Satz, Sie sehen viele oder wenige Tiere. Wer ist für viele? Hand hoch. Wer ist für wenige? Die vielen haben gewonnen. Sie sehen viele Tiere. Nächster Satz. Auf der Wiese sind viele oder wenige violette Blumen. Und du darfst jetzt auch die mitzählen, die die Kinder schon in der Hand haben, weil die waren ja auch auf der Wiese. Also sind das jetzt viele oder wenige? Nochmal der Test. Alle, die viele sagen, stehen auf. Alle, die wenige sagen, bleiben sitzen. Aber natürlich nicht in der Klasse sitzen bleiben. Die mit viele haben wieder recht. Auf der Wiese sind viele violette Blumen. So, der nächste Satz. Sie sehen viele oder wenige Bienen. Ja, Bienen, die haben wir vorher überhaupt übersehen auf dem Bild, weil sie ja auch so klein sind. Wie viele Bienen fliegen denn auf diesem Bild herum? Heb mal so viele Finger, wie es sind. Ich blicke da in die diversen Wohnzimmer. Sehr gut, alle haben 2 Finger gehoben. Aber das sind nur die Fliegenden. Wie viele Bienen sind es denn wirklich? Schau genau.
Richtig, auf einer Blume sitzt schon eine Biene. Also wie viele Bienen sind es tatsächlich? 3. Sind das viel oder wenige? Du hast völlig recht, das sind wenige. Also hier schreibst du bitte, sie sehen wenige Bienen ein. Nächster Satz. Sie wollen Blumen pflücken. Emil hat viele oder wenige Blumen. Mia hat viele oder wenige Blumen gefunden. Schau dir die zwei Kinder an. Welches Kind hat weniger? Du schreibst also bei dem Kind, das weniger hat, wenige ein. Und bei dem Kind, das mehr hat, schreibst du ein viele. Auflösung gibt es jetzt keine, weil ich weiß, das hast du geschafft. Drax ist reich wie ein Scheich. Drax ist reich wie ein Scheich. Halt den Schnabel, du dummer Vogel. Die Kinder wollen was lernen und du singst ihnen die Ohren voll. Jetzt schmolle ich. Entschuldigung, Drax, dummer Vogel hätte mir nicht über die Lippen kommen dürfen. Aber er wird sich schon wieder beruhigen. Ja, liebe Kinder, diesmal brauchst du für die Seite 93 im Drax-Buch B, brauchst du Geld, Scheine und Münzen mit Euro. Wenn du sie nicht zu Hause haben solltest, mach sie dir bitte einfach wieder selber, schneide dir einfach für die Geldscheine ein paar Rechtecke aus, male den Wert darauf und für die Münzen mach sie dir wieder aus kleinen Kreisen. Wenn du soweit bist, starte das Video wieder. Bis dahin, geh kurz auf Pause. So, bist du bereit? Okay, dann gehen wir mal los. Es funktioniert im Prinzip genauso wie die Aufgaben auf Seite 92. Wir haben hier den Betrag von 10 Euro und wollen verschiedene Möglichkeiten finden, 10 Euro zu legen. Eine Möglichkeit, die steht schon im Buch, ist mit 2 5-Euro-Scheinen. Eine zweite Möglichkeit wäre, ganz korrekt, mit einem 10-Euro-Schein. Das heißt, du machst dir hier ein Stricherl. Und jetzt finden wir noch eine dritte Möglichkeit. Das heißt, wir müssen diese 10 Euro zerlegen. Wir beginnen mit einem Fünfer. Wie viele Euro fehlen dann noch? Richtig, 5. Aber die Möglichkeit mit dem zweiten Fünfer, die hatten wir schon. Also greifen wir zu den Münzen und nehmen zunächst einmal eine 2-Euro-Münze. Wie viel habe ich jetzt schon? Gut mitgedacht, Kinder, 7. Ich lege noch eine 2-Euro-Münze dazu. Wie viel habe ich jetzt? Richtig, 9. Und es fehlt also noch 1 Euro. Was habe ich aufgelegt? Einen 5-Euro-Schein, 2 2-Euro-Münzen und eine 1-Euro-Münze. Wenn du das nicht legen musst, sondern auch selber schon so schaffst, ist es auch kein Problem. Wie können wir jetzt 15 Euro legen? Kann ich mit einem 20-Euro-Schein 15 Euro legen? Nein, das wäre ja zu viel, nämlich um... Super, um 5 Euro wäre das zu viel. Also nehme ich mal einen 10er und lege was dazu, dass es 15 werden? Einen 5er. Das heißt, ich habe einen 10-Euro-Schein und einen 5-Euro-Schein verwendet. Wie könnten wir das noch legen? Und da tue ich mir jetzt schwer, weil ich nur 2 5-Euro-Scheine habe. Aber wir könnten auch 1, 2, 3 mal 5 Euro verwenden. Stimmt das überhaupt? Sind 3 mal 5 denn 15? Oder 5 plus 5 plus 5? Richtig, du hast recht, es sind 15. Also ich könnte auch mit 3 5-Euro-Scheinen legen. Ich könnte auch wieder einen 10er nehmen. Dann fehlen noch 5 Euro. Die könnte ich wieder legen mit 2 mal 2 Euros. Und einem Euro. Und ich habe wieder 15. Ein Zehner, 2 Euro und 2 mal 2 Euro und 1 Euro. Die 20 darfst du jetzt ganz alleine probieren und du schaffst das.
kommen wir zur Nummer 2. Wenn du 4 Euro möchtest, was musst du noch dazulegen, dass es 4 werden? Darfst du 2 mal 2 dazulegen? Wie viel wären es dann? Dann wären es 5, also darfst du nur mal einen dazulegen. Wie viel fehlt noch? Richtig, einer. Und das heißt, wir haben hier einzutragen 2 Euro und 1 Euro. Und dann haben wir 4 Euro. Wie sieht das bei 5 Euro mit 3 Münzen aus? Schaffen wir das zum Beispiel, wenn wir jetzt hier 2 Euro hinlegen und dann noch einen 2 Euro? Sind das schon 5? Ah, du hast gut aufgepasst, es fehlt was. Das heißt, ich muss mehr hinlegen. Ich nehme also zum Beispiel statt dem 1 Euro einen 2 Euro. Und ich habe jetzt wirklich 5 Euro geschafft. 1 Euro, 2 Euro und 2 Euro. Und es sind zusammen 5. Das mit den 9 Euro mache ich noch mit dir. Darf ich einen 10-Euro-Schein hinlegen? Das wäre ja schon mehr, du hast völlig recht. Also lege ich jetzt mal einen 5er. Und was muss ich jetzt noch an Münzen dazulegen, dass es 9 Euro werden? Ja, ich habe schon gehört von dir. Gut. 2 mal 2 Euro und es sind zusammen 9 Euro. Das Ganze bitte noch eintragen. Die 5 Euro bei dem Schein und die 2 Euro bei den Münzen. Die letzten 2 schaffst du jetzt ganz sicher schon alleine. Hier haben wir eine Schwunggymnastikübung. Zeigt uns der Aram hier immer so 5 Wiederholungen auf jeden Fall mit einem Fuß. Dann kommt der Fußwechsel. Und es ist immer ein leichter Zwischensprung dazwischen. Das sieht man hier, weil sonst geht es sich ja auch gar nicht aus. Die nächste Übung beginnt aus der Hocke. Ein Strecksprung nach hinten in die Liegestütze und dann ein Strecksprung nach oben. Also Strecksprung in den Liegestütz war natürlich ein bisschen übertrieben. Aus dem Knie in den Liegestütz. Dann das Ganze mit vorher rechts und links seitwärts. Dann in der Mitte. Und der Strecksprung. Als nächster zeigt uns Aaron den Wurm. Arme durchstrecken, Beine durchstrecken, dann so spannen, dass die Schultern vom Boden weg sind und die Oberschenkel weg sind. Und dann versuchst du zu wippen. Sollte das zu einfach sein, dann gibt es auch eine schwierigere Version des Wurmes. Die werden wir gleich von Aaron sehen. Bitte aufpassen, wenn du das in der Wohnung machst, dass keine Gegenstände im Weg sind, wo du dich verletzen könntest. Das ist der sogenannte Liegestützkreis oder auch Liegeseitstützkreis. Und unser Aram zeigt uns das hier super. Das macht man einmal in eine Richtung und dann zurück, bis man wieder in der Ausgangsposition ist. Jede Position wird eine kurze Zeit lang gehalten. Jetzt die Wippe. Ganz wichtig ist, Beine sind gestreckt, die Beine, Unterschenkel und Oberschenkel werden vom Boden abgehoben, Schultern sind abgehoben, Arme sind ganz durchgestreckt, Kinn ist bei der Brust und dann versuchst du ein bisschen nach vorne und zurück zu wippen. Nicht vergessen dabei zu atmen und immer eine Spannung, das heißt der Bauch ist die ganze Zeit angespannt. Das kann man natürlich auch mit den Eltern machen.
Hier bei der Übung darf Papa und Mama zeigen, wie kräftig sie sind. Und die Kinder dürfen wippen, wie sie möchten. Na, bist du beim Turnen mit unserem Sportlehrer Alex ein bisschen in Spitzen gekommen? Das soll auch so sein. Aber jetzt gibt's dafür einiges über das Wildschwein zu erfahren. Und zwar haben wir ja im Übungsbuch das kurz gelesen über die Kinder, die auf der Wiese gehen und sie haben kleine Frischlinge gesehen. Und diese Frischlinge gehören zum Wildschwein. Nimm dir, wenn du sie zu Hause hast, eine Tiermappe zur Hand. Such dir die Nummer 10, das ist nämlich das Wildschwein. Hast du alles bereit? Es ist auch eingeblendet. Das Wildschwein. Obelix. Der dickste Freund von Asterix in den Comics-Geschichten isst am liebsten Wildschweine. Lebensraum. Wildschweine gibt es vor allem in Europa und Asien in Laubwäldern. Wenn sie im Wald zu wenig zu fressen finden, besuchen Wildschweine aber auch mal Randgebiete von Städten. Allesfresser. Wurzeln, Würmer, Schnecken, Pilze, aber auch Mäuse stehen am Speiseplan der Wildschweine. Suhlen. So nennt man es, wenn sich Wildschweine im Schlamm wälzen. Damit sorgen sie vor allem im Sommer für Abkühlung. Schwimmen können Wildschweine sehr gut. Achtung! Eine Bache, das ist die Wildschweinmama, mit Frischlingen, das sind die Jungen, gehst du besser aus dem Weg. Sie verteidigt ihren Nachwuchs nämlich. Nun, Trax, erklären wir den Kindern sicherheitshalber das eine oder andere Wort, das sie vielleicht nicht gleich gut verstanden haben. Was sind denn Comics? Comics sind Geschichten mit Bildern und Sprechblasen. Laubwälder. Laubwälder sind Wälder, in denen hauptsächlich Laubbäume stehen. Und was sind jetzt Laubbäume? Laubbäume sind diese, die im Herbst die Blätter abwerfen. Im Gegensatz dazu gibt es auch Nadelbäume und Nadelbäume werfen die Nadeln nicht ab, denn die Nadeln sind ganz dünn und sind viel widerstandsfähiger gegen Kälte und im Winter. Das Wörtchen suhlen erkläre ich dir sicherheitshalber noch einmal. Suhlen hat eine doppelte Bedeutung. Einerseits ist es eine Schlammgrube, dann ist es ein Hauptwort, die Suhle. Aber die Wildschweine, wenn sie sich in dieser Schlammgrube wälzen, um sich abzukühlen, dann nennt man das auch Suhlen. Dann tun sie das.
Hallo, Rakib. Ich liebe euch. In der nächsten Übung wird abwechselnd das rechte Knie zum linken Ellbogen und das linke Knie zum Ellbogen gezogen. Richard musste mal, ihr wisst schon, so für kleine Raben und so. Also verabschiede ich euch heute mal ganz alleine. Arbeitet fleißig, also so wie ich. Tschüss. Ich hab's gehört, Trax. Du hast die Kinder alleine verabschieden wollen, ohne mir. Das darf doch nicht wahr sein. Und dann, sie sollen so fleißig arbeiten wie du? Arbeitest du denn fleißig? Naja, ich muss zugeben, er ist schon viel, viel fleißiger geworden. Also ein bisschen dürft ihr das auch schon so machen. Schönes Wochenende.